Was? Was? Bitte was? Ja, dann soll er wieder hier zurückfahren. Hä, wie soll ich denn da hochkommen? Das ist ja Quatsch. Nicht funktionierende Gebäude, das und das. Ja, gut, ist klar. Schaut's aus mit der Forschung. Dauert noch. Beziehungsweise auslagern. So. Kabel, ja, wird repariert. Wer hat Batterie? Schwach. Ach, der gut. Das können wir gleich machen. Das können wir gleich machen. Also der braucht auch wieder Röhre. Rohr, Lebenserhaltung. Jetzt weiß ich endlich, wo die sind. Und. Hallo? Bitte bauen. Danke. Strom hätte Knie hier auch gern. So, ist das so recht? Ja. Ist so recht. Merci beaucoup. Da lädt er aus. Was macht ihr eigentlich? Metall. Für was wollt ihr eigentlich Metall? Für was wollen die Metall? Wo gehen die hin? Achso, zu den Rohren. Alles klar. So, der ist full. Der produziert zwei. Der andere wahrscheinlich auch, ne? Theoretisch. Noch nicht. Strom. Halt, den können wir noch aufmachen. Der braucht da nur mehr Wartung und Polymere haben wir. Der macht dann nämlich 20. Oh yes. Dann haben wir nämlich... Ja, doppelte an Strom. Gut, doppelte an Strom. Wir hatten doch noch den... Ah, hier, Feuchtigkeits... Vapo. Genau, dann machen wir hier hin. Gehst du mal ein bisschen auf Zeiten. Und... Moment. Was hatten wir in der Rakete? Nix mehr. Okay. Was haben wir hier? Der muss noch getankt werden. Aber jetzt wird der erst betankt. Naja. Schaut, dass man nicht vor einzelnen Lagern irgendwie einstellen könnte. Ja, fordere immer 5 Treibstoff an. Und halte das immer bei 5 oder so. Das wäre ganz, ganz cool. Was jetzt hier ist, das schon wieder? Nee. Produziert ihr eigentlich was? Nee, natürlich nicht. Achso, halt, wir müssen das Ding ja tanken. So, der läuft. 2 Wasser. 4 Wasser und den dritten. Den bauen wir jetzt dahin. Ja. Da haben wir das auch wieder ein bisschen separat gemacht und ich glaube, es ist ganz gut. Weil wir dann ein bisschen unabhängig sind von Lex. Also Rohrlex. Und Stromkabel kaputti. Beziehungsweise nicht wirklich, weil wir hier keinen eigenen Stromgenerator haben. Was macht denn der da? Hä? Was machst du da? Das macht doch gar keinen Sinn. Du bist vielleicht ein lustiger Schorsch. Naja, Hauptsache hat was zu tun. Wuffert. Sensorturm. Ach so, okay. Der braucht wohl Wartung. Was mit dir? Du hast Strom. Wo sind eigentlich die beiden Transporter? Der steht hier. Was wolltest du hier? Ah ja, der hat die... Die Elektro... Wofür brauche ich die?
Da wollte ich irgendwas damit bauen, ne? Ich weiß aber nicht mehr was. Was wollte ich denn damit bauen? Hm, die Pilzfarm, okay. Ja, aber dann haben wir das ja, weil wir haben ja 4 Sauerstoff. Dann können wir ja die Pilzfarm eigentlich bauen. Ist die Kuppel. Moment, ich konnte doch das Kuppelaussehen irgendwie verändern. Standardkumpel. Standardkumpel. Das ist jetzt die Nick-Kuppel. Nick-Kuppel. Weil das ist die Mia-Kuppel, ne? Ja, das ist Nick-Kuppel. Da konnte man doch das Aussehen verändern, weil das ist hier mit so Streben. Oh, das ist so. Oh. Oh, das lassen wir mal so. Das ist ja spacey. Aber nicht ablenken lassen, wir wollten eine Pilzform. Ach, die baut man draußen. Na gut. Ist mir auch recht. Oh, jetzt ist sie weg. Ich wollte sie nur drehen. Ah, die ist draußen. Okay. Wieso muss die so schräg sein? Das ist doch irgendwie doof. Aber wir bauen sie direkt dahin. Da braucht irgendwas Strom. Stromkabel. Ich glaube, das müsste gehen. Ich speichere nochmal. Sicher, sicher. Yes. Was macht denn der schon wieder? Jetzt wäre ein Beton zum Universallager da unten, oder was? Das ist vielleicht ein Freak. Ist kein Mensch, was der da macht. So, das läuft, das läuft, das läuft. Haben wir noch irgendwas? Nee, ne? Polymerfabrik brauchen wir alles nicht. Standardkuppel. Wohnquartier. Apartments. Hat er immer noch? Achso, wird noch gebaut. Gut, gut. Wird noch gebaut. Ich war noch falsch. Nicht funktionierende Gebäude. Ja, das ist das. Jawohl. Komisch, Kabel und so können sie schnell bauen, aber beim Reparieren sind die sowas von lahm. Oh yes, jetzt läuft es auch. Gut. Wieso ist die Kuppel schon so schmutzig? Kann die nicht mal jemand putzen, bitte? Die ist auch nicht so schmutzig. Bäh. Kann immer jetzt schon mal jemand warten? Das schaut ja widerlich aus. Oh, schau mal, ich kann hier... Achso, nach Eigenschaft sortieren. Oh, ist ja keiner da. Offen. Neue Kolonisten aufnehmen. Achso, da kann ich es abschließen. Okay. Okay. Das braucht noch Arbeiter, ist klar. Vielleicht sollte ich... Das kann ich nicht einfach umziehen, ne? Nee. Jetzt hätte ich es einfach genommen und weggemacht. Ich habe zu viel Universallager. Nicht, dass ich die Drohnen dann nicht mehr auskenne. Auf jeden Fall müsste ich... Was ist jetzt mit euch? Ich baue die jetzt mal. Ach, elektronische Geräte. Brauchen wir da auch noch. No. Die müssen wir... quasi importieren. Haben wir noch welche? Da haben wir keine mehr. Da haben wir 2. Das ist ein bisschen wenig. Oh, da haben wir 5. Auto. Wo ist das andere eigentlich? Ist irgendwie weg. Oh, boah, da hinten. Meteorit eingeschlagen. Einladen, Ressource, elektronische Geräte. Da müssen wir auch wieder welche mit hochnehmen, sobald wir mal wieder auf der Erde sind, weil
wir noch keine herstellen können. Wegen diesem Kack. Und dafür brauchen wir erst Leute. Soll ich hier mal schon mal ein Apartment hinhauen? Schockt, glaube ich, nichts, gell? Jetzt machen wir mal hier hin. Da sehen wir es auch gleich wegen Stromverbrauch. Polymere haben wir noch. Nicht ganz 10. Metall haben wir genügend. Beton haben wir auch noch. Der holt das. Wo ist denn der andere? Hä? Da. Ach, der hat sich aufgeladen. Gut. Du, Freundchen, gehst mal. Na, wegen einem Polymer. Ein bisschen Beton wäre nicht schlecht, glaube ich. Wo haben wir denn noch Beton? Hier, hol mal eine Ladung Beton. Wir brauchen echt mal wieder einen Betonextraktor. Ich glaube, das hilft nichts. Das hilft einfach nichts. Hier ist doch noch so schön. Hier ist doch so wunderschön. Betonextraktor. Hier. No active research. So ist am besten. Complete. So ist es am besten. Was braucht denn der? Maschinenteile. Ist überhaupt jemand in der Range? Oh ja, zum Glück. Was ist das? Startbereit, da ist nichts mehr drin. Und viel Spaß. Oh, was haben wir jetzt Neues? Hier. Sensortürme brauchen keinen Strom mehr und müssen nicht mehr gewartet werden. Oh, nice. Das finde ich cool. Oh, 2000. Upgrade für Wassererzeugung um 50% erhöht. Ach, das ist cool. Das mache ich jetzt. Das lohnt sich jetzt nämlich. Und wir müssen ja sowieso... wie viel? 40 Forschungen in 100 Souls machen. Wie viel haben wir denn schon? Steht es irgendwo oder muss ich das zählen? 1, 2, 3. Oh, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ich hoffe, das haut hin. Nicht, dass wir es uns schimpft kriegen. So, der startet. Sehr gut. Elektronikfabrik, I know. Und das ist das andere gut. So, Metalle haben wir noch in Hülle und Fülle. Beton kommt. Wo seid ihr? Du bist der Falsche. Du bist... Genau, du holst da und du... Ach, du hast die. Okay. Dann... Kannst hier auch da ausladen. Holt die denn keiner von euch? Ja, die sind eigentlich in der Range drin. Ah ja, der geht zum Universallager. Was macht der? Wieso lädst du das jetzt erst in Universallager ein? Das macht doch gar keinen Sinn. Manchmal verstehe ich die Drohnen nicht. Und hier, was passiert hier? Beton und Polymere. Polymere haben wir noch insgesamt 10. Beton. Das ist halt die Frage, ne? Ne, geht auch. Moment, haben wir nicht noch... Wir haben doch mal Drohnen gekriegt. Wo sind die? Haben wir nicht irgendwo nicht zugewiesene Drohnen? Können wir nicht irgendwie... zuweisen. Ah, guck mal. Weil die kann ja noch. Bevor sich da Drohnen irgendwie langweilen, können die gerne hier hochkommen. Gibt's hier noch Gelangweilte? Ja, irgendwie schon. Sektor scanned. Select a sector to scan. Oh nice, da ist einiges drin. 5 von 8.
Komm, eine kannst du bestimmt noch abgeben. Dass hier oben mal ein bisschen mehr los ist. Du kannst wieder runterfahren. Oh, da brauchen wir einen Strom. Stromkabel. Wo haben wir denn hier Strom? Hier. Na, ich mach das mal lieber von hier. So. Oh, schau mal. Hier Müll. Und hier. Oh. Wonderful. Und hier ist gleich Betonlager, was auch ganz praktisch ist. Oh. Oh. Braucht natürlich Arbeiter. Hier wird auch langsam beladen. Das läuft. Wie schaut es sonst so aus mit dem Strom? Ja, easy, ist noch Luft. Da ist noch gut Luft. Müssen wir hier was tun? Wartungsmäßig? Nee. Und hier? Oh, doch. Wartung bitte. Haben wir noch Elektronikteile oder habe ich die jetzt alle gemobst? Ich glaube, die habe ich alle gemobst, ne? Nee, hier ist noch eins. Kannst du bitte das mal nehmen? Und dann fährst du es bitte hier runter. Das ist nett. Schaut es hier aus? Nee, geht noch. Oh. Da brauchen wir einmal die Wartung. Es geht noch. Es geht auch noch. Schaut es hier aus? Wir brauchen jetzt dann alle mal Wartung. Das nicht. Das schon. Weil das Blöde ist, wir können nicht alle auf einmal, weil sonst geht uns fies der Strom flöten. Gut, wir haben so zwei Aggregate, die sozusagen speichern. Aber sicher, sicher. Alles auf einmal wäre halt doof. Dann haben wir nur ein Huddel. Oh, welches denn? Na, dann bedienen Sie sich bitte. Lassen Sie es sich schmecken. So, was läuft denn hier? Können wir euch mal ein bisschen Mühe geben? Wir haben doch hier eigentlich genügend Drohnen, aber die sind alle am Wursteln eigentlich. Moment, wo ist denn der Beton-Johnny? Steht der immer noch da unten? Oh, die vergesse ich halt immer, ne? Die vergesse ich ganz gern. Das ist so ein wenig doof. Ich habe immer noch einen Drohnenhub. Und irdische Heizung. Aber bis jetzt haben wir die noch nicht gebraucht. Was ist hier? Läuft. Wie schaut es hier eigentlich aus mit dem Stromverbrauch, meine Herrschaften? Ach. Easy. Aber dennoch immer ein Auge drauf haben, weil irgendwann ist er nicht mehr easy und plötzlich ist alles furt. Dann ist nämlich scheiße. Wie schaut es denn aus mit den Ressourcen eigentlich? Metalle könnte man mal wieder sammeln. Du, mein Freund. Du möchtest doch bestimmt gerne Metalle sammeln. Was hat... 784. Moment mal. Wir können doch hier eigentlich einen Metallextraktor hinbauen, oder? 5 Maschinenteile. Ach du Sch... Ach, und Arbeiter braucht er auch noch. Na, ist das sowieso zu weit weg. Hier, zu weit vom Kuppel. Naja, dann musst du halt händisch was einsammeln. Das tut mir leid. Einladen. Hier. Das hilft ja nichts. Müssen wir schon wieder... Hey, wir müssen ja schon wieder scannen. Oh, hier ist Ding. Anomalie. Die Amelie. Amelie. So, du kannst eigentlich nochmal tanken. Und dann geht's los zur Erforschung. Was mit dir? Du lädst, also entlädst, besser gesagt. Das läuft. Was ist hier endlich los? Können wir Beton.
Was macht ihr eigentlich? Wieso bringt ihr Metall darunter? Wird es da benötigt? Braucht man jetzt nicht das ganze Metall da mopsen, ne? Damit das klar ist. Ist Hamperer. So, der ist voll. Dann kannst du bitte gerne. Wo ist denn da? Ach nee, das ist ja gar kein. Ach, das ist ja nur. Ah. Nee, bleib zurück. Ich hab Depp gemacht. Das ist ja Edelmetall und nicht hier so Anomalie. Schade. Nicht funktionierende Gebäude. Was braucht es denn? Arbeiter. Sowas. Ist der andere jetzt schon? Nee. Dann nehmen wir dann Leute mit. Wofür, was brauchen wir hier? Botanik. Oh. Resources are low. Ich weiß. Wir brauchen. Oh, Geologen brauchen wir. Das ist geil. Also nehmen wir Geologen und Botaniker mit. Wir haben noch ein Problem. Tägliche Nahrung. Holen die das da direkt raus oder müssen wir hier so ein Lebensmittel-Dingsbums bauen? Wo ist denn das? Nee, ich glaube, sowas müssen wir schon bauen, ne? Vertreibt gekochte Mahlzeiten und Fischwaren. Ich glaube schon, dass wir das bauen müssen. Wir bauen es lieber mal. Nicht, dass sie dann die Nahrung nicht kaufen können und dann weinen sie. Aber so haben sie dann erstmal alles, ne? Wir schauen mal in die andere Kuppel rein, dann sehen wir es ja. Das ist nur Nahrung, Medizin, da ist momentan Wurst, Wohnung, Fabriken, ja. Also es passt eigentlich. Weil dann nehmen wir einfach, wie gesagt, Geologen und Botaniker mit. Mhm. Und dann landet man das Gerät hier und dann können die da hinhüppen. Das ist der Plan. Der braucht noch ein bisschen Sprit. Fehlt noch ein bisschen. Wartung anfordern. Bisschen Sprit fehlt noch. Da oben liegen auch noch zwei. Was aber irgendwie unpraktisch ist, weil. Dann fahr mal du da runter. Was macht der? Achso, der belädt noch. Okay. Unpraktisch, weil ich hab's vergessen. So. Ich hab's einfach vergessen. Wieso liegt hier eigentlich so viel Nahrung? Wir könnten eigentlich mal der Gute kann eigentlich mal ...30 Stück mitnehmen und dann einfach da oben lagern zur Sicherheit. Obwohl, wenn die Rakete kommt, hat die ja auch wieder Nahrung dabei. Egal. Das ist auch wieder so ungeputztes Ding. Was nicht funktionierende Gebäude 3? What? Ach so, ja. Kenne ich. Und elektronische Geräte brauchen wir eigentlich. Wofür? Ich weiß schon gar nicht mehr. Oh! Jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's los. Und das braucht auch nur Beton. Okay, easy. Strom, Strom, Strom. Haben wir immer noch Strom? Obwohl, wir müssen warten, bis das Apartment fertig ist. Dann sehen wir, ob wir stromtechnisch in problematische Gefilde kommen. So, entladen bitte hier. Die lagern auch bloß von A nach B, diese Bazis. Und wo wärst du mit dem Beton hin? Geh zu Betonlager. Der spinnt doch. Das ist nicht wirklich effizient.
Schau mal. Die Schwammerl. Die Schwammerl. So. Zack. Strom, Strom, Strom. Na, kann man so langsam mal einen Strom nachlegen. Was mit dir voll ist, sehr gut. Und dem anderen komme ich jetzt nicht hin. Aber der schaut auch voll aus. Strom. Windrad, ne? Windrad, Windrad, Windrad. Wir brauchen halt, ach, Maschinenteile. Obwohl, da liegen noch welche. Was mit dir? Ach so, du entlädst. Rakete ist gleich da, dann können wir gleich losfahren, sozusagen. Was ist denn hier? Das schaut auch schon wieder so kaputt aus. So, das Betonding, das läuft. Wie wir den Mars einfach fertig machen, ne? Kaum ist die Menschheit da, wird gleich der Planet ausgebeutet. Aber jetzt haben sie ein paar tausend Jahre Zeit, den fertig zu machen, und dann können sie zum nächsten Planeten weiterziehen. Easy. Ah, Rakete ist angekommen. Achtung, es geht los. Passagierrakete. Übersicht. Wir brauchen Botaniker und Geologen. Botaniker gelassen. Sehr gut. Botaniker. Fit, regeneriert beim Ausruhen mehr Gesundheit. Workaholic, Hypochonder, ja gut, ist nicht so schlimm. Geologe, Einzelgänger, verliert jeden Tag Komfort in Kuppeln mit mehr als 30 Einwohnern. Ah, das stellen wir mal zurück. Geologe, Hypochonder, sexy, nehmen wir mit. Botaniker, Hypochonder ist in Ordnung. Geologe, Hypochonder-Spieler. Der ist nicht so cool. Enthusiast. Cooler Typ. Botaniker, Partylöwe, Veganer, gelassen. Geologe, Überlebenskünstler. Enthusiast. Geologe, Stabilitätsweg, Überlebenskünstler. Botaniker, Veganer, religiös. Sehr gut. Und wir hatten doch hier noch einen. Was machen wir mit dem? Einzelgänger. Ja, den nehmen wir jetzt mal mit. Und dann würde ich sagen, nehmen wir noch irgendwie zwei coole ohne Spezialisierung mit. Den da und Einzelgänger. Melancholisch, Fit, Partliver, Enthusiast. Offizier. Was machen denn Offiziere? Ich nehme einfach mal einen Offizier mit, oder? Einzelgänger? Nee, Einzelgänger. Offizier, Einzelgänger. Das macht ja auch keinen Sinn. Gamer, sexy, Enthusiast. Okay. 12 von 12. Starten. Dann schauen wir mal, was da so geht, wenn die ankommen. Die können dann gleich da einziehen, dann können die arbeiten. Ach ja, keine Spezialisierung. Schau her. Super, dass ich welche mitgenommen habe, weil die können dann da arbeiten. Habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, aber habe zum Glück doch richtig ausgewählt. Glück gehabt. Was mit dir? Ach so, der ist voll. Ja, dann fahr doch den Rest. Darunter ist doch wurscht. Wo ist der andere? Schorsch. Ah, der ist voll. Brauche ich da oben mal wieder Metall zufällig? Oh ne. Aber hier. Entladen. So. Jetzt können wir Upgrade für Moxie. Sauerstofferzeugung um 50% erhöht. Nice. Das nehmen wir mit. Wir machen nochmal eine Auslagerung. Dass wir auch genügend Ressourcen kriegen. Aber das ist ganz cool. Nahrung haben wir genügend. Da ist noch nicht voll. Da ist zwar voll, aber ich glaube, da braucht sowieso keiner. Oder fahrt ihr den Dreck auch schön weg? Ja, gut, ist zwar recht lang, aber... Hier ist sowieso nicht voll. Hm.
Wie schaut es denn hier mit den Maschinenteilen aus? Wir müssen nochmal eine Fuhre. Ach, Moment, hier passen ja sowieso noch genügend rein. Kuppel. Freie Arbeitsplätze, freie Wohnplätze 14, 12. Ja, gut. Da können wir einfach nochmal eine Ladung Ingenieure mitnehmen, wenn es noch welche gibt. Die nicht Alkoholiker sind und faul. Oder Touristen. Die stecken wir dann alle hier rein. Oh Mann, die schaut so verdächtig kaputt aus. Oh ja. Können wir mal warten. Das auch. Na, das kann auch. Hey, Dwayne, was für Schwierigkeitsgrad? Ich glaube normal. Ich glaube normal. Ich glaube, ich habe es aufs Normal eingestellt. Ich bin mir nicht mehr sicher. Aber normalerweise stelle ich alles auf Normal ein. Deswegen heißt er normalerweise. Lustig. Moment, jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte ich machen. Ah, ich wollte schauen, ob die andere Rakete jetzt schon voll ist, endlich. Yes. Da ist nichts mehr drin, ne? Also, tschüss. Was wollte der? Der hat das. Dann Strom hat er noch. Einladen ist es noch? Oh, nee. Hä? Hier kann er doch noch. Yes. Kommt auf die Fraktion an, die du am Start gewählt hast. Kann ich dir nicht mehr sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr. Okay, der lädt gleich wieder. Glück. Ich habe gut gedacht, da wäre ein Meteorit eingeschlagen. Glück gehabt. Glück. Was steht hier so? Oh! Erstes Neugeborenes auf dem Mars. Marvin der Marsianer. Oh nice, wo ist der? Kann der arbeiten? Wo ist er denn? Kolonisten 25, jetzt passen nur noch 13 rein. Wegen dem Marvin. Der gute Marvin. Arbeitslose. Nee, der gilt nicht als arbeitslos. Kinder. Es werden Kinder geboren. Die Kuppel ist komfortabel genug. Ah, hier. Geburtenschwelle 55. Komfort. Männer mit Kinderwunsch 6. Frauen 4. Kinder 1. Strafe für Obdachlose habe ich natürlich keine. Ja, nice. Ja, nice. Ja, kann man mal machen. Kindertagesstätte bietet Wohnraum für Kinder. Ach so. Hab genügend Wohnraum. Brauche ich momentan keinen eigenen für die Kinder. Hm, was mit dir? Ach, elektronische Teile. Halt, Moment, die habe ich doch da. Wartung bitte. Du brauchst momentan nichts. Der lädt. Obdachlose kommen erst ab 100 Kolonisten. Ach ja, da habe ich ja noch Zeit. Da habe ich ja noch... Oh, Entschuldigung, Zeit. So. Junger Mann, du kannst wieder hier hinunterfahren. So, was wollte ich als nächstes machen? Wir warten auf die Bewohner, die haben dann alles. Vorerst, dann haben sie elektronischen Quatsch. Edelmetall. Und, achso, das geht da unten durch. Und dann, ja, müsste eigentlich gehen. Müsste eigentlich funktionieren. Den ist momentan langweilig, auch nicht schlimm. Unterwegs zur Erde, unterwegs zum Mars. Ach, wieder so viel Nahrung dabei. Unglaublich.
So, hätten wir noch irgendwas Interessantes. Aber es ist mit der Forschung geläuft, ne? Ja. Die läuft. Oh, Schlachten, nö. Boah, das kostet 30 Maschinenteile. Wuppa. Und genau, und dem von der Erde, den beladen wir dann gleich mal mit dem Ladung Ingenieure, wenn es welche gibt. Wo war denn das mit dem? Nee. Hier, das war das. Was war das? Maxi. Brauchen wir beides. Was brauchen wir beides? Und das sind, ah ja, nee, das sind jetzt für die neue Kuppel. Gut, das will ich jetzt nicht vertauschen, nicht, dass wir dem falsch landen. Ah. Nochmal wegen dem Strom schauen zur Sicherheit. Oh, achso, weil Nacht. Ja, trotzdem, das ist mir nicht so ganz recht. Wir brauchen mehr Windturbinen. Nee. So. Haben wir nur noch Maschinenteile? 1, 2, 3. Naja. Gibt es einige Experten im Spiel, die stecken alle Senioren in eine Kuppel ohne jeglichen Komfort. Es gibt nur ein Haus zum Wohnen und die reisen freiwillig zur Erde. Das ist ja nicht mal sowas von Cheaten. Hä? Was macht das für einen Sinn? Ah. Es wird. Mehr nichts wird. Da läuft's auch, oder? Da läuft's einmal frei. Wie ist es da mit dem Strom? Naja, auch einfach. Das ist ja auch einfach. 70. So, warten wir auf jeden Fall noch, bis die Rakete kommt. Dann lassen wir die Leute einziehen. Ja. Und dann haben wir schon viel geschafft. Heute war gut, muss ich sagen. Heute war auch sehr spaßig. Ja, nur zur Info schon mal morgen streamen. Was ist morgen? Dienstag, ja. Wie immer 19 Uhr, aber ich habe noch keine Ahnung, was. Ich bin mir noch nicht sicher. Kommt dann auch immer drauf an, auf was ich Bock habe. Auf jeden Fall habe ich jetzt über die Tage schön viel für YouTube gerendert. Deswegen ist ganz erfolgreich. Und ich habe gesehen, ich habe, wann war es, am Samstag oder Sonntag mein 300. YouTube-Video rausgehauen. Fand ich krass, weil ich es nicht gemerkt habe. Was hat jetzt der dabei? Ah, Metall. Dann kann der das auch mal einfach mal da reinschmeißen. They are billions? Nee, ist nichts für mich. Ist nicht mein Ding. Haben wir da, ja, da haben wir noch einen guten Landeplatz. Für die Rakete. Wir haben Platz nach 88, ist auch gleich fertig. Jetzt, ich guck schon wieder in die Nase, ey. Nicht funktionierende Gebäude 4. What? 1, 2. Ach so, ja. Bin da vorhin gestorben dabei, hatte so eine gute Karte. Passiert, ne? Das passiert leider. Was ist mit dem? Ah, oh, der hat Nahrung dabei. Der lädt jetzt aus, dem ist langweilig. Brauchen wir irgendwas? Oh, der Beton ist schon wieder weg.
Wir müssen mal betonieren. Hier, hol dir mal Beton. Ach, jetzt bin ich zu weit raus. Zu weit raus. Oh, die Rakete ist gleich da. Bin gespannt, wann dieses Stilllagerlegungs-Dingsbums-Protokoll kommt. Der trägt auch die ganze Zeit nur das eine Ding hin und her, unglaublich. Was hätte der sonst nichts zu tun? Was machen die? Achso, zum Extraktor. Genau, da muss ich halt nur das nächste Mal dran denken, dass wenn ich wieder bei der Erde bin, dass ich dann für die Kuppel Ingenieure mitnehme. Schaut schon wieder so kaputt aus. Ach komm, warte noch mal jemand. Beton. Ein Betonwartungskosten ist halt auch nischt, ne? Wo bringst du einen Beton hin? Überall, ich habe viel zu viel Lager irgendwie. So, du bist aber jetzt schon fertig, ne? Sector scanned. Select a sector to scan. Ach, der lädt sich jetzt auch noch auf. Okay, da hat er was gefunden. Was scannen wir denn? Ja, das ist halt alles nicht gut wegen der, aber wir haben ja Zeit, ist auch wurscht. Wollte zwar hier noch so einen Sensorturm hinbauen, aber ich habe gerade keinen Bock. Auf dich aufzuladen, du bist doch gut geladen. Wir brauchen hier Beton, mein Freund. Oh, hier. Doink. Schwump. So, der fährt da hoch. Was macht der andere gerade? Ach, der hat wieder ausgeladen. Der könnte sich auch mal aufladen wieder. Moment, das machen wir lieber da unten. Da macht es nämlich nichts. Mein Abruf verabschiedet sich gleich. Sag schon mal gute Nacht, schlaf gut und auf bald. Ja, ich bin ja jetzt dann auch durch. Jetzt muss ich sowieso nur noch den Schnödeldödel da landen. Da kommt er schon. Und dass die Leute da mal rauskommen. Und ich hoffe, die sind so schlau, dass die Geologen sich in die Pilzform hocken und nee, die Botaniker und die Geologen sich in Edelmetall. Das wäre sehr schlau. Und schön. So, Herrschaften. Ui, 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 ui. Plümp. Ui, ui, ui. Doing, 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 doing. New colonists have arrived. Oh yes. Das ist korrekt. Ihr braven Kolonisti. Zack, und auch lustigerweise hier direkt in der Kuppel Schwerkraft-Simulation. Ach, jetzt fällt dem Gnehern ein, dass er keinen Strom hat. Wie ist der denn drauf? So. Geologe, 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 Geologe. Botaniker, Botaniker. Geologe. So. Moment, wo ist der Geologe? Botaniker, 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 Botaniker. Offizier. Und was haben wir hier? Keine Botaniker. Du kommst da rein und wo war der Offizier? So, Offizier, kannst hier arbeiten. Ne? Botaniker, 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 yes. Und hier ist alles Geologe.
Nice. Das ist so nice. Ah, hier, Nahrung wird schon bereitgestellt. Nicht genügend Strom. What? Achso. Ich wollte das Fluchen anfangen. Aber es ist ja noch alles in Ordnung. Achso, die sind jetzt mit Ausladen beschäftigt. Hm, naja. Dann können die nämlich... Tägliche Produktion 3,1. Hm, okay. Wo lagern die das? Ist man sich nicht sicher, gell? Das werden sie schon irgendwo lagern. So, Spielspeicher und Pumpknick. Okay. Yes, überschreiben.